Die Mediziner haben also gesagt, ich stelle irgendeine hohe Dosis ein, es hilft egal wie viel, das Bild wird immer, der Computer macht das schon. Mert kényelmes volt, egy nagy sugárdózissal bármit megröntgenezhető, majd a számítógéppel helyreállítjuk a képképzési hibát. Also man ist sorglos mit Strahlung és az ember fegyelmezetlenül bánt a sugárzással, mert a technikára bízta a korrekciót. Deswegen hat der Gesetzgeber reagiert und mittlerweile müssen alle Röntgengeräte am Austrittsfenster des Kollimators eine Messkammer tragen, die exakt und kalibriert wirklich die Dosis anzeigt, die der Patient abbekommen hat. Und dafür gibt es bestimmte Dosisgrenzwerte und die müssen eingehalten werden. Erre úgy reagált a jogalkotó, hogy minden készüléket, az emberi röntgenezésre való készülékeken elláttak egy sugármérővel, amit mért a ténylegesen a beteget érő sugárterhelést. Ezt regisztrálni kell, ehhez határértékeket vezetett be, és ezt tiszteletben kell tartani. Nem bízta rá, hogy az orvos úgyis jó képet csinál, hogyha a szükségesnél nagyobb sugárral lövi meg a beteg. Also fassen wir nochmal zusammen, die theoretische Möglichkeit, dass ich über- oder unterbelichte, geht eigentlich gegen Null, also sie ist verschwindend gering. Tehát az, hogy túlexponálva van, vagy alulexponálva van a kép, nagy a tűrőképessége, különbség a képben nem nagyon látható, látunk majd ettől elkerülni. Aber nun könnte einer sagen, dann nehme ich ganz, ganz wenig Dosis, was passiert denn dann mit meiner Aufnahme? Ich habe Angst vor Röntgenstrahlen. De ha fél valaki, akkor nézzük meg, hogy mi történik, ha nagyon kis sugárzást használ. In dem Moment würde Ihr Röntgenfilm weiß erscheinen oder zu hell erscheinen, Sie sehen nichts. Wir haben hier das sogenannte Phänomen des Rauschens in der digitalen Radiografie. Die alulexponált képen fehéret látunk, nem látjuk a képet, ez bal alul. Jobb alul ugyanaz a 8-ad sugárzással készült, az optimális érték 8-adával készített értéknél látunk ugyan képet, de ez egy zajos kép. Ich habe Ihnen das mal versucht, an diesem Katzenschädel, an dieser Katze darzustellen. Das hier oben sind zwei digital angefertigte Aufnahmen. Das sind mit der gleichen Dosis angefertigte Filmaufnahmen. Felül a digitális kép, alul pedig ugyanazzal a dózissal készített normál kép. Während ich in der Filmradiografie mit diesem Bild zufrieden sein kann, wenn man es ist, oder in der digitalen Radiografie auch hier alles erkennt, jobb oldalon láthatjuk a jó képeket, kann dieser Katzenkopf bei einem Achtel der Dosis, ich habe hier drüben also nur einen Achtel der Dosis genommen, a 8-ad dózissal készített a bal oldali képet, és felül ugye a digitálisat, sehe ich also beim Filmbild gar nichts mehr, die kommt quasi weiß aus der Entwicklungsmaschine, a hívóból előjövő kép az fehér, az alsó képeken, ahol a hagyományos filmfólia rendszerrel készült a kép, felső ugyanaz a töredéke dózissal készített kép látható. Ja, das Bild immer noch ja, einiges zu erkennen ist, aber wenn Sie genau hinschauen, man sieht es sicher immer schlecht. Hier ist dieses Rauschen drin, diese Körnung, wir sagen so, als ob man Salz und Pfeffer auf das Röntgenbild gestreut hat. Szemcsés lesz a kép, ez mutatja azt az elektromos zajt, ami ugyan még látszik, aminek ellenére még mindig létrejön egy röntgenkép, de ez a kép sokkal kevésbé értékelhető, mint az optimális értékkel megült kép. Und in dem Zusammenhang ist dann natürlich auch die Beurteilung bestimmter Strukturen, gerade auch im Bereich der Zähne und so weiter, fast nicht mehr möglich. Unter dem Rauschen gehen Details verloren. A zajban elvész a részlet, és a képnek az értékelhetősége csökken. Das vielleicht nochmal in einer anderen Darstellung gebracht aus der Humanmedizin. Das ist unser Filmbild hier oben. Ich belichte also mit einer optimalen Dosis einen Thorax. Középen egy mellkasröntgen normál képe látható, felül hagyományos módon készítve előhívva. Ich nehme die doppelte Dosis, dann erscheint das Bild so und ist diagnostisch für den Kollegen nicht mehr verwertbar. Túlexponálva értékelhetetlen. Ich nehme ein Drittel der Dosis, dann sieht es so aus, damit kann auch keiner mehr was anfangen. Harmad dózissal, úgy szintén értékelhetetlen lesz a kép. Im digitalen Rauschen auch wieder, das ist mein optimales Bild mit einer angepassten Dosis. Középen a normál kép, normál értékkel. Mit der doppelten Dosis sieht das genauso gut aus, also das ist genauso diagnostisch verwertbar. Jobb oldali dupla dózissal még mindig értékelhető. Aber auch hier sehe ich immer noch einzelne Strukturen in diesem Bereich, aber mir fällt wieder dieses Salz und Pfeffer, dieses Rauschen auf, wobei ich natürlich bei der Vergrößerung im Lungenbereich, bei der Darstellung, kleine Details verloren gehen in der Betrachtung. Bal oldali viszont a töredéke dózissal, mert szemcsés lesz a kép, elvesznek a részletek.
Also heißt Dosisreduktion zwar aktiven Strahlenschutz betreiben. Tehát a dózischökkentés az valóban aktív sugárvédelmet jelent. Aber es provoziert auch ein sogenanntes Bildrauschen und damit a képminőséget a zajosságával. Der Gegeneffekt einer Reduktion der Bildqualität. Képminőség csökken. Es gibt verschiedene Rauschfaktoren, ich will da jetzt nicht drauf eingehen. Különböző okai vannak és jelenségein a zajképződésnek. Wichtig ist für Sie jedenfalls, ist der zu merken, ist dieser Rauschanteil zu hoch, was wir gerade gesehen haben, gehen Details mit geringer Größe und oder schwachem Kontrast im Gesamtbild in der Information verloren. Csökken a képértéke a képzajosságával arányosan. Ich habe gestern hier draußen noch mal ein Blatt geröntgt aus Ihrem schönen Park. Tegnap a parkban készült egy levélről. Da kann man das also vielleicht am besten noch mal zeigen. Diese Aufnahme hier drüben mit einer normalen Belichtung für dieses. Jobb oldalt a normális megvilágítással készült a kép. Wieder eine zu geringe Dosis genommen. Ich kann also auch die Verästelung, die Verzweigung hier im Blatt deutlich erkennen. Láthatóak a nagyerek a baloldali falevélröntgen felvételen, ami töredéke dózissal készült. Wenn ich mir aber zwei Punkte rausvergrößere, hier. De nagyításnál előjön a különbség. Gehen wir hier bereits schon eins des Teils, zum Beispiel dieser Ast, verloren, den ich hier immer noch sehr deutlich sehe, weil die Dosis im Prinzip angepasst war. A jobb oldalon a helyes dózissal éles képet kapunk a részletektől, a másik az zajossá válik. Aber wie für alles hat die Industrie immer versucht, auch noch einige Tricks anzubieten. Technikai Lehetőségek épültek be a rendszerbe. Die auf diesen ganzen Computern beruhen und es gibt sogenannte Hersteller, die bieten also auch Rauschunterdrückungsprogramme an. Különböző gyártók kínálnak zajernyomó programokat. Auch wieder das ein normal belichtetes menschliches Knie. Baloldalt egy emberi térd normál felvétel. Dasselbe Knie belichtet mit einem Achtel der Dosis, also viel, viel weniger Dosis. Jobb oldalt, vagy középen a nyolcad dózissal megvilágított röntgentér. Und eine sogenannte Rauschunterdrückung, das heißt hier, man poliert, also man wischt diese Salz- und Pfefferstruktur weg elektronisch. Elektromosan felismerve a zaj jelenlegi képeket, azt eltávolítják a képről, ez javítja a képminőséget. Und das gleiche Bild ausgeschaltet, ohne, also Rauschunterdrückung ausgeschaltet. Hier sieht man wieder Salz und Pfeffer in diesem Bereich der Weichteildarstellung. Jobb oldalt látható ugyanez a zajcsökkentés nélkül. Ein weiteres Phänomen, auf das Sie achten sollten, wenn mal sowas kommt, die sogenannte Grenzfrequenzdarstellung. Hinlänglich wurde gesagt, Digitalsysteme können nicht so hohe, eine so hohe Auflösung fahren wie das Filmfolienbild. Das hat vor 5 Jahren auf jeden Fall bestimmt. Tehát azt mondta, hogy korábban a filmfólia rendszerek sokkal jobb felbontást kínáltak, illetve azok most is azt kínálják, de a lemaradtak nem érték még utol a digitális rendszerek azt a felbontást, de ez 5 évvel ezelőtt volt. Das wird aber, ich denke, in 2-3 Jahren keinen Unterschied mehr geben. 2-3 év múlva ez a különbség el fog mosódni. Bis dahin, bis jetzt ist also der Direktfilm oder das Mammographie-System immer noch die hochauflösendste Röntgendetektionsquelle, die wir haben. A mammográfia jelenleg a röntgenfelbontásnak a csúcsa. Und das soll Ihnen also auch Mut machen, dass wenn Sie mit Ihrem Filmfoliensystem sauber und ordentlich umgehen und die Potenz und das alles und auch alles ausnutzen, was es zu optimieren gilt im Bereich der Anfertigung von solchen Aufnahmen, dann sind Sie gegenüber dem digitalen System, zumindest was die Bilderkennbarkeit, die Detailerkennbarkeit, nicht unterlegen. Ez azt jelenti, hogy ha kihasználjuk a filmfólia rendszerben levő lehetőségeket és annak a részleteire is ügyelünk a képkidolgozás és képkészítés minden lépésében, akkor semmiképpen nem lesz rosszabb kép az eredménye, mint egy korszerű digitális rendszerrel. Sie sollten also darauf achten, dass wenn Sie sich ein digitales System mal kaufen, mindestens im Bereich von 2,8 bis 3,7 Linienpaaren Ihnen der Lieferant des Systems eine Auflösung verspricht. Képfelbontást ugye olyan vonalpárokkal jellemzik, ami 1 mm-en belül megszámlálható, és ő azt mondja, hogy a jelenleg legalább olyat érdemes választani, aminek 2,8 vonalpárt meghaladja milliméterenként a felbontás. Wir sprechen also sogenannte Linien pro Millimeter, also Linienpaare pro Millimeter. Vonalpárok milliméterenként. Und entscheidend ist, ob Sie auf Ihrem Monitor, dem Bildmonitor, wie viele einzelne Linien, sind immer 3 Linien, Sie mit dem bloßen Auge erkennen können. Tehát szabad szemmel a monitoron felismerhető vonalak száma, és
fontos eleme a képértékelésénél is.